Hallo, liebe DLC-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von ETS2. Ja, wir haben rumgesucht und gesucht und haben aber keine Strecke nach Edinburgh, glaube ich, war es, gefunden. Leider, ne, Vivian? Ja, leider. Leider haben wir keine gefunden. Deswegen sind wir jetzt einfach mal nach Edinburgh so rübergefahren, weil ja, sonst kommen wir nie vorwärts, denn wir wollen ja alle Städte jetzt aufdecken. Auf der Insel, um das hier abzuschließen. Und jetzt fehlt nur noch eine, und zwar Swansea. Und da mussten wir jetzt wieder nach Carlisle weiterfahren, weil das die einzige Strecke war, die uns angeboten worden ist. Ja, nach Swansea. So, ist etwas traurig, sind nur leere Paletten, etwas trostlos das Ganze, aber so ist es halt, können wir nicht ändern. Ihr seht es ja, eine dringende Lieferung. Das Problem ist nur, wir müssen noch nebenbei schlafen. Hier übrigens können wir den Trailer noch auswählen. Interessant. Ja, wir lassen ihn aber so, wie er ist. Warum soll man den ändern? Brauchen wir nicht. So, genau. Das heißt also, schlafen müssen wir auch noch und auch noch eine dringende Lieferung. Und es gibt wieder Minuspunkte in der B-Note, vermute ich mal. Deshalb machen wir jetzt hier mal einen Auftrag annehmen. Fahrt vorsichtig. Wir sind schon am Punkt angekommen. Was ist denn das für Schuppen hier? Und ja, werden jetzt gleich das Ganze hier übernehmen. Wie ist das Brillant? Da schaut aus. Swansea kann doch Schwanensee heißen, oder? Könnte man so übersetzen, ja, theoretisch frei. Ach, übrigens, für die Finding-Aufpasser, wir haben die Reifen gewechselt. Ich habe doch das letzte Mal gesagt, beim Regen irgendwie greifen die nicht so richtig. Und ja, jetzt haben wir mal die Reifen wieder gewechselt, in der Hoffnung, dass wahrscheinlich regnet es jetzt nicht bei der Folge. Okay, aber vielleicht helfen die uns dann, dass wir da besser dann Grip haben. Genau. So, jetzt müssen wir aus dem Loch wieder raus. Vivian. Ja, ja, das ist jetzt schwierig, aber es ist einfach ganz gerade durch. Das ist. Ja, und dann muss man abbiegen. Ne? Ja, plus da muss der Hänger, also der Auflieger erstmal auch grad, ganz gerade mitstehen, dann klappt das schon. Guck mal hier. Sieht schlimmer aus, wie es ist. Nach rechts müssen wir. Ja, erstmal muss ich schauen, ob der Gegenverkehr kommt, meine Liebe. Ja, ja, ganz vorsichtig. Hopp. Ganz vorsichtig. Oh. Und jetzt ganz gerade raus. Wir müssen nach rechts, ne? Dass du erstmal rausfährst, bevor biege du nach rechts rennst. Ab. Gehst mal gerade raus, damit du nicht aneckst. Ne? Schaffst du. So lang ist er ja eigentlich auch gar nicht. Ja, sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Aber ist komisch, so Turner. Ja. Absolut. So. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, Helga ist auch am Start, wie immer. Super. Nimm diese Ausfahrt. Die wird auf die Geschwindigkeit wieder mit achten. Absolut. Die Gefahr droht ja nur in Städten direkt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts halten, okay. Biege nach rechts ab. Ja, knapp 460 Kilometer sind es, die wir jetzt hier zurücklegen müssen. Das werden wir in einem Rutsch machen. Also schlafen wir noch. Ach du Scheiße. Aber in 150 Kilometern muss erstmal eine Pause eingelegt werden. Okay. Maximal. Also das ist das höchste. Also nach rechts ab. 150 Kilometer dann ungefähr. Wir, also, also 100 Kilometer würde ich eher so sagen. So ist vielleicht das günstigere. Ja, das schaffen wir schon. Hm. Ich fahre wieder falsch. Sehr gut. Dann schaffen wir es natürlich nicht. Ach, na eben. Kein na sag Problem. Mal. Ich finde eine neue Route. Oh. Dann biege ich links ab. Warum? Kann man es einmal erklären? Es war vielleicht rechts ab. Das war das günstigere. Nee, völlig Banane hier, ne? Jetzt fahren wir halt so rum und dann Autobahn, ist auch nicht schlecht. Biege nach rechts ab. Nach rechts ab, mach ich. Ja, wir kommen wieder hin, kein Thema. Ja, ja.
Wir haben euch nicht viel verschenkt. Also alles gut. So. Rechts halten. Manchmal bleiben sie immer gerade. Ah, jetzt werden sich die Reifen bewähren. Aus. Jetzt werden sie uns... Ja genau, jetzt setzen wir mal die Reifen. Jetzt muss ich mal Licht einschalten, weil sonst kriegen sie einen Strafzettel. Oh ja, Licht. Und dann Scheibenwischer hier. Sudele. Und dann geht's weiter. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Reifen was bringen. Wieder mal Regen. Weltklasse. Naja. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Und jetzt schauen wir mal. Dann sind wir überall gewesen, dann waren wir auch in Wales sozusagen, weil Swansea gehört ja zu Wales. Sehr richtig, genau, sehr richtig. Und dann waren wir überall auf der Insel. Also, zumindest da, wo man hinfahren kann, denn Irland kann man noch nicht besuchen. Deswegen, ja, ist es so jetzt erstmal abgeschlossen. Schade, da hätte ich ein bisschen Butter mitgebracht. Ja, ja, richtig. So, viel wichtiger wäre aber jetzt erstmal hier die Stelle. Genau, noch ist alles gut, also. Schlafen lassen wir nicht. Ja, aber keine Panik, keine Panik, wir haben noch Spielraum. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn dann wäre jetzt eine Gewinne, glaubt ihr, oder? Ach, da? Ja, da war. Haben wir die gesehen jetzt? Nee, haben wir nicht. Zu spät habe ich sie gesehen. Okay. Egal. Dann kommt die nächste, kommt schon wieder. Ich denke so. Noch ist ja noch nicht ganz gefahren. Genau. So. Immer geradeaus. Und bemerkt man was, dass die Reifen besser sind? Ja, dazu muss ich wahrscheinlich eher Kurven fahren. Und wir haben momentan nur Autobahnen, deswegen passt es soweit eigentlich. Aber ich höre es jetzt. Ich höre den Regen jetzt prasseln. Okay. Splashdach, das ist immer früher so gewesen, wenn du hier Fensterbrett aus Splash gehabt hast, war auch schlimm, ne? Ja. Und es hat geregnet und es hat nur darauf geplätschert, also gerade wenn du in der Nacht schlafen wolltest. Und ah ja, ist eine, ja, erst das, richtig. Und, oder die Fensterscheibe, ne? Je nachdem. Ja, ja, genau. Mhm. Da unten sehe ich eine nächste Haltestelle in Sachen tanken und schlafen. Das, ja, heißt, das ist ja gut. Schaffen wir dann. Achtung, ja. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aha, na gut, Helga, ja, das war ja. Baustelle. Baustelle hier. Naja, das schaffen wir, ist nicht mehr weit. Wir sind jetzt, ja, ach, das schaffen wir alle mal. Das ist kein Problem. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Na ja, gut, Helga. Aber wenn es immer schön rollt, na, da rollt es eben auch. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist wahnsinnig schwierig, ne? Wenn es hingeht, dann willst du eigentlich mehr machen und dann, ja. Aber jetzt bist du wirklich 10 km/h zu schnell. Vorsicht. Ja, geh lieber ein bisschen runter wieder. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, Helga. Wir sind jetzt blau, also nicht besoffen, aber zumindest immer geradeaus. Zumindest wird jetzt angezeigt, dass es jetzt langsam Zeit wird, aber wir sind noch nie rot. Rot wäre jetzt die absolute Warnung. Das, so weit sind wir noch nie. Und da man die Tankstelle schon sehen müsste. Ich hoffe, die ist da.
dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Doch, da ist sie. Doch, doch, die müsste da sein. Super, da ist sie. Perfekt. Und dann klappt schon. Immer alles. Geradeaus. Da geht's raus. So, jetzt das. Genau, da muss man hin. Route neu berechnen. Nee, Helga, jetzt noch nie. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Moment. Das ist, glaube ich, keine. Was ist das? Da geht's, glaube ich, nicht lang, ne? Es ist, glaube ich, nur. Du hättest müssen hier reinfahren, ne? Eigentlich, weißt du, irgendwie. Ja gut, hat ja kein sein, dass es dort hinter zum Parkplatz geht. Also, theoretisch, ja. Das wäre jetzt nicht so unmöglich gewesen. Hinter müssen wir. Also, hell sehen können wir ja auch noch nicht, ne? Nee. So. Würde ich mal sagen, machen wir hier mal schön eine Kehre hier. Ja. Und dann regnet es vielleicht nicht mehr. Das wird traumhaft, ja. Okay. Das war's. Halt, stopp. So. Gut, wir stehen hier irgendwo in der Pampa. Machen wir mal hier die Scheibenwischer aus. So. Genau. Foto noch. Und dann schlafen wir, ne? Gute Nacht. Genau, bis gleich. Tada! Da sind wir wieder. Bei strahlendem Sonnenschein ohne Regen. Hallihallo. Sehr richtig, genau. Weiter geht's. 361 Kilometer haben wir noch vor uns. Sind voll getankt und vollkommen ausgeruht. Und bis jetzt noch keine Meldung, dass wir zu spät sind. Das ist gut. Das freut uns natürlich sehr. Hm. Oh, ein bisschen Regen macht's aus. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Helga ist auch wieder da, auch aufgewacht. Weltklasse. So. Na, ist doch gleich ganz anders, wenn es nicht regnet. Das stimmt, ja. So, wir fahren nach Schwanensee. Genau. So, da wollen wir mal gucken. Da gibt es auch einen Fußballclub. Kannst ja, ich weiß, ich weiß. City Association Football Club. Das gehört zu Swansea. Also, Swansea ist eine Stadt, ein Verwaltungsbezirk an der Südküste von Wales. Das National Waterfront Museum befindet sich in einem renovierten Warenlager mit Schiefer, Glasanbau und stellt unter anderem Exponate aus der Kohleindustrie aus. Die Ausstellung im Swansea Museum umfasst nicht nur maritime Gemälde, sondern auch Boote mit Yachthafen, Swansea's Marina. So, das Dylan Thomas Centre ist dem gleichnamigen Schriftsteller aus dem 20. Jahrhundert gewidmet. Das Swansea Market bietet lokale Artikel, Kunsthandwerk und andere Waren. Die Fläche sind 380 Quadratkilometer. Bevölkerung sind 246.000 Stand 2019. So, für was ist Swansea bekannt? Ist ein boomendes Zentrum für Kunst und Kunstgalerie, ist weithin anerkannt als führender Veranstaltungsort von Kunstausstellungen. Ja, das hat man. Welche Liga? Da steht jetzt hier FA Cup. Ja. Ligen. EFL Cup, das weißt du besser, ja, das was das bedeutet. So, Länder, also
ein Pokal, der nur in England ausgespielt wird. Aha. Mit englischen Mannschaften. Oder mit Mannschaften aus Wales und aus Schottland, glaube ich, und England. Aha. So, woher kommt der Name Swansea? Jetzt ist es interessant. Aber der englische Name der Stadt Swansea ist nicht die Stadt der Schwäne. Aha. Obwohl der Spitzname des Fußballvereins Swansea City tatsächlich The Swans, die Schwäne, ist. Eigentlich kommt der Name aus dem Altnordischen der Wikinger. Er erinnert an die Insel eines Mannes namens Swain. Swain. Also S-V-E-I-N, Swain. Also Swansee, also nicht Swan, sondern Sven eher. Immer ja. Geradeaus. Aber es weiß ja Wikinger ist in dem Moment. Sven ist ja ein typischer Wikinger-Name. Ja. Also so. Dann hieß es Swans Sea oder was? Na, genau. Also See vom Sven. Und dann haben die das dann genau. gedichtet als Swansea. Genau, denn eigentlich würde man, wenn man das liest, als Schwan, weil Sie, ja, ja. der See ist ja als Schwan See übersetzen normalerweise. Interessant. Okay. Ja. Rechts halten. Genau. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. So, was haben wir noch hier? Also Fußball wird natürlich hier groß geschrieben, wie überall. Ja, immer geradeaus. Na, es gibt dort in Swansea eine University, also eine Universität. Ja, die Stadt ist ziemlich modern. Es gibt ein Holiday Park. Ja, was gibt's noch Schönes? Oh, es gibt noch so ein altes Castle. Dann also bleiben das Sie ist immer so eine alte aus. Ruine, aber eher mehr. Ja. Was gibt's immer noch? Immer geradeaus. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was es hier geht. Transfermarkt. Ja, gut. Das ist also Fußball wie überall. Ja. Das ist das, was am meisten hier. Ach, hier ist noch irgendwas. Liegt an der Küste des Bristol-Kanals, unmittelbar östlich der Halbinsel Grover. Sie ist nach der Hauptstadt Cardiff die zweitgrößte Stadt in Wales. So schaut's aus. Ja, ja, sehr interessant. Da hätten wir dann alles zusammen: Schottland, England, Wales. Da hätten wir dann schon. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Große Tour gemacht, eigentlich, ne? Ja. Haben wir alles abgeklammert. Immer geradeaus. Und wie sieht es mit der Terminfracht aus? Gibt es da schon irgendwelche? Bis jetzt war alles durch. Alles sehr doch pünktlich. Na, bestens. Da haben wir noch 235 Kilometer vor uns. Na, vielleicht schaffen wir es doch. Ja, ich denke schon. Es sei denn, es kommt jetzt wieder irgendwas in Sachen Hindernis. Ja, das weiß man ja nicht. Ja, und das Schlafen, das weiß man ja immer nicht. Die Pause, Ruhepause, mal ist er vielleicht nicht ganz so lang. Es kommt vielleicht drauf an, wann man die letzte. Na, ich weiß es nicht, wie das gerechnet wird. Nee, das ist immer gleich. Ach, ist immer gleich. Ja, ist immer gleich. Ach so, 10 Stunden. Ich guck mal, ob das normal ist, wie viel Pause man hat. Ich schätze, dass es 10 sind, aber ich. Könnte mich auch vorstellen. Ich bin kein LKW-Profi. Ich guck mal, ob ich was finde. Kein Spediteur. Das zu beurteilen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es 10 sind. Also, Boah, also die Eisenbahner müssen 10 Stunden immer zwischen. Ja. Immer. Das ist auch das Mindeste. Also ja. 10 Stunden sind Pflicht. Aber ob das jetzt beim Fahren genauso ist, das müsste man mal gucken, was es hier so sagt. Also die Ruhepause der Lkw-Fahrer gehen aus dem, das ist ja jetzt bei uns so, ne? Welches
durch die Verordnung, die Fahrerpersonalverordnung durchgesetzt wird. Dementsprechend muss nach § so und so spätestens 4,5 Stunden eine Pause eingelegt werden, die mindestens 45 Minuten beträgt. Das ist jetzt sozusagen, aber da muss man sagen, nach 4,5 Stunden, wie weit jetzt müsste man gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange man fahren darf am Stück, das weiß ich auch nicht. Genau, wie oft darf ein LKW-Fahrer 15 Stunden arbeiten? Das ist höchstens dreimal in der Woche darf man 15 Stunden fahren. Und mal sehen, ob da irgendwas steht, wie lange die Pause. Aha, 10 Stunden Pause, Lenkzeit. Aha, siehste? Genau. Das steht hier. Wie lange muss die Pause, muss man Pause machen? 10 Stunden. Genau. Ja, dann ist es gleich, auf alle Fälle. Und dann los, komm. Naja, kein Unfall, nie auffahren. Oder gab's was? Nee. Gut. Gut. Ich hab nur alles leicht gestreichelt. Aha. Achso, das stand schon da, leicht gestreichelt. Achtung, wir sind zu schnell. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir sind zu schnell. Das sind hier nur so eine Baustelle, das ist der Wahnsinn. Naja, deswegen sind wir ja zu schnell, weil wir in der Baustelle sind. Wie das? Und jetzt ist eilig. Guck mal. So ein Ärger. Jetzt sind wir auch noch im Stau. Ausgerechnet bei der Terminfracht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und wo ist das Problem da vorne? Ampel. Aha. Gut. Braucht nämlich lang hinten dann. Na gut, ich zumindest. Schon hinten dann. No. Nett. Hat die Gemäuer da hinten. Hm. Mit Mauer sogar. Hm, krass. Leute! Ich hub mal. Nein, nee. Da geht's halt schneller mit der Ampel. Die kennt er ohne dafür. Zumindest Hauptsache, jetzt ist grün, ja. Hauptsache, wir kommen bei grün durch, sonst musst du mal schnell bei rot drüber fahren. Jetzt ja nicht. Zu! Grün heißt fahren, nicht bremsen. Ich sehe ja schon ganz wieder dunkelschwarz. Nee, Gott sei Dank, nee. Gut, wir standen noch so günstig, dass wir wenigstens durchkommen. So. Die nächsten Kilometer so weiter. Wir haben noch 180. Na, wir sind immer noch im 48. Achtung, noch nicht beschleunigen, bitte. Jetzt Ende, oder? Jetzt, glaube ich, jetzt. Ja, jetzt, warte, jetzt, ja, gut. Sie ist alles sehr gut. Ach ja, uns hätte keine Polizei jetzt auch gar nicht überholen, da ja hier eine doppelte Fahrspur, eine doppelte Linie ist, wo keiner überholen darf. Auch nicht die Polizei. Weiß ich nicht. Obwohl, jetzt geht's wieder. So, und wieder die Sonnenblumen. Schön. Aber auch Rapsfeld sieht schön aus. Ja. Es riecht zwar nicht so schön, aber sieht schön aus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist eine. Ist ein Fluss. Ein Staudamm ist es hier. Ist ja interessant. Schau mal an hier. Ja. Genau. Staudamm. Interessant. Das, warte mal. Könnt ihr mich ein schönes Foto hier machen? Nett, oder? Ja. Und vielleicht auf der Straße bleiben, wenn es geht. Warte ja, mal. Das möchtest du bitte. Du kannst auch stehen bleiben. Es ist egal. Lieber stehen bleiben, statt wie im Graben fahren. So, hier. Hier, nettes Schild. Oh, genau. Langsamer. Ja. Genau. So. Ja, so. Wir sind ja hier auf Sightseeing-Tour, ne? Alles andere ist nicht so wichtig. Ja. Na, das muss alles mitverarbeitet werden. Stress haben andere. Wir machen eins auf Urlaubsreise. Dieser mittelalter Dorf, hier schauen wir uns an. Ja, eben, das ist so. Komm mal vor wie in so einem alten. Weiß ich nicht, Ritterfilm. Genau so, diese alten Türme, diese Kirchen oder was das sind, so alte, ne? Die siehst du sonst wirklich bloß in alten Filmen, so.
Sehr, sehr interessant. Ah, ist vielleicht typisch für Wales. Natürlich. Wir gucken mal nach Kirchen und Kathedralen. Wir schauen mal. 150 Kilometer haben wir noch. Oh, jetzt kommt da noch ein Zug. Oh. Warte, ich will gucken. Ah, da. Eine Elektrolok vorne dran. Ja. Ach, kleiner Bummelzug, Mensch. Der war ja kurz. Ich habe doch wirklich gelesen, dass auch in Deutschland wieder mehr vermehrt Dieselloks eingesetzt werden für den Gütertransport. Ja, weil der Strom fehlt. Wahrscheinlich. Aber Tatsache, das ist. Die wollen die Ausrangierten. Es gibt ja schon viele, die jetzt schon sozusagen auf Halde stehen, Dieselloks, weil man die ja wirklich durch Elektroloks ersetzt hat, wirklich wieder auf die Schiene bringen. Jetzt wieder los. Bergauf. Ach du Scheiße. Na, jetzt müssen aber die Reifen gut greifen. Ja, aber es tut mir auch nichts, wenn der nicht. Ja, wenn der nicht vor dir fährt, ne? Wenn er Leute, nicht. Leute. Boah. Das ist eine Steigung hier wieder. Wenn es weiter geht, gute Nacht. Und jetzt geht es wieder etwas besser vorwärts. Ja, du wirst lachen. Ich habe hier mal ein paar Bilder von, was so Wales Kirchen sind und sowas, Church. Und die sehen Tatsache so alt aus. Das ist. Es gibt natürlich auch ein paar, die sind im Stil von. Ja, sehen auch wieder aus im Stil von Notre Dame. Aber es sind auch so viele, die jetzt hier so im alten Stil sind. Vor allen Dingen hier die Martin's Church. Die sieht, ja, die sind so viereckig. Das ist, wo habe ich denn das mal gesehen? Wo sieht man denn diese viereckigen? Das ist eigentlich ganz typisch irgendwo. Wie man es vorhin so gesehen hat. Das sind ja so wie solche Rechtecke in dem Sinne, ne? Ja. Aber da gibt es ja mehrere. Die sind direkt, das sind so ja, wie Ritterburgen, genau. Da hast du auch so, wenn die Ritter dort oben da so gestanden haben, genau. Ja, das sind so kleine Dörfer mit der Mauer drumherum, ne? Im Stadtkern. Ja. Und haben einen Turm als Aussichtsplattform, damit die wissen, ein Feind kommt. Genau, genau. Ja, das ist ja typisch, da gibt es ja mehrere. Tatsache. Ich meine, die Waliser waren ja auch ein eigenes Völkchen, genauso wie die Schotten. Die wurden ja auch erst besiegt, bevor sie dann zum Königreich dazugezählt haben. Ja. Siehst du, und ja, das sind noch so alte Überlieferungen, siehst du, was, ja, wenn es noch gehalten ist, ich meine, gehalten hat und noch nicht kaputt gegangen ist, brauchte man das nie neu ersetzen. Das sind noch Kulturschätze sozusagen. So, noch 100 Kilometer haben wir. Na super. Aber hier war ich auch noch nicht mit jetzt. Ach, ist aber schöne Landschaft eigentlich, ja. Hier. Na, so richtig. Ja. Aber sehr, sehr einsam. Naja. Aber schön trotzdem. So. Naturbauernhof hier, so, ja, Bauernhof-Feeling. Kann aber auch schön sein, man kann ja auch mal Urlaub auf dem Bauernhof machen. Das stimmt.
So, jetzt geht's wieder bergab, ne? Jetzt können wir wieder. Ab. Wir fahren nicht quer durchs Gebirge, ne? Das sieht man schon hier. Nein, nein. Und ziemlich ganz schön hoch, ne? Ja. Das ist schon schön. Na, hier geht's auch ganz schön runter bestimmt hier. Guck. Fahr zu. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh. Ja, das war ein bisschen schnell. Aber. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Soweit noch alles. Wir fahren weiter. Ohne tanken. Nö, ja, alles gut. Oh. 48, der bremst genau am Schild, ne? Aber ganz genau. Nicht rollen lassen, sondern einfach nur aufs Bremspedal treten, ne? So. Wahnsinn. Tja. Nicht so einfach. Demnächst rechts abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh ja, wir sind ja jetzt wieder im geringen Bereich. Rechts abbiegen, also Vorsicht. Und dann links abbiegen. Oh oh. Unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Stellen Sie sicher, dass Sie pünktlich ankommen. Ja, wir kommen pünktlich an. Wir sind doch fast da. Jetzt wird's kritisch. Schaffen wir es noch? Hm. Ich hoffe es. 40 aber Kilometer. Der hat nicht dazu gesagt, wie lange wir noch Zeit haben, ne? Ja. Aber ich muss jetzt unbedingt kurz was trinken. Sekunde mal. Weil sonst gehe ich hier baden. Ohne trinken. Und man soll ja während dem Fahren nicht trinken, ne? Ist ja nee, das ist richtig. Aber wenn die Stimme weg ist, hilft es auch nicht. Tut mir leid. So. Weiter geht's. Wir sind jetzt zu kurvig hier, dass ich dann hier freihändig fahre. Nee, lieber nicht. Das letzte Stück jetzt. Achtung, du bist ein bisschen zu schnell. Ich weiß, aber wir haben es eilig. Aber. Doch, alles gut. Wir schaffen das. Das ist jetzt so ruhig, weil wir hier bergab fahren. Ohne Gas geben. Na na. Super. Wir kommen unserem Ziel schon ganz nah. Jetzt kommen wir doch zu spät, oder? Ist das die Musik? Ja, ist die Musik, aber die Frage ist, noch sind wir, glaube ich, im Limit noch. Aber viel darf nicht mehr fehlen. Es fehlt ja ungefähr viel, wir sind ja auch fast da. 20 Kilometer, ne? Bitte links halten. 20 Kilometer. Nimm die Ausfahrt links. So, was ist da? Biege nach links ab.
Was? Nach links abbiegen, hat er gesagt. Im Kreis, im Kreisel. Hä? Kannst nicht abbiegen, jetzt kennst du nicht. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Das war wieder ein Fehler. Was ist der denn da? Gottes Willen, ist eine Milch da. Wer lieber denn schon Milch? Also bitte. Vor allen Dingen, du könntest nicht links, linker abbiegen. Du warst schon links, linker ging's gar nicht mehr. Nee. Es ging ja auch links nichts raus. So, jetzt haben wir es gleich. Noch 4 Kilometer. Nach Swansea. Jetzt und sind dann ist die letzte Stadt auch aufgedeckt. Da ist er. Swansea. Super. Zu schnell, zu schnell, zu schnell. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Control tatsächlich. Jetzt war wirklich... Das war jetzt knapp. Das war ein bisschen knapp. So, noch 1 Kilometer. Die Kamera hier stehen tatsächlich, hier ist sie. Hey, Edge. So, jetzt müssen wir... Achtung, 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 ja, schön aufpassen, dass wir nicht noch hier... Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und okay. Hier. Nimm diese Ausfahrt. So, jetzt sind wir links da. Links halten und dann links abbiegen. So, ganz schnell da auf das Ding. Wir gehen nach links ab. Super. Komm, ist mal rein? Ja. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Gott sei Dank. Ist es vorbei? So, und einmal einparken. Super. Ja. Zack. Und da sind wir. Und jetzt bitte einmal absatteln. Ja, pünktlich, oder? Jawohl. Ah, sehr schön. Gut. Glück gehabt. Super. Und ein neues Level auch noch. Ja, Weltklasse. Gut. Das waren die leeren Paletten nach Swansea und damit haben wir alle Städte in Großbritannien erobert, wollte ich gerade sagen. Nee, entdeckt, aufgedeckt, wie auch immer. Ja, es hat Spaß gemacht auf der Insel. Wie es weitergeht, ja, mit Sicherheit nicht auf der Insel, sondern irgendwo anders. Wir lassen euch überraschen. Oben rechts die Playlist nicht vergessen für alle Folgen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich sage vielen Dank. Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Genau. In diesem Sinne, adios. Nee, goodbye sagt man in England, ne? Goodbye. Genau. Goodbye. Tschüss. Und ja, zum nächsten Mal. Tschüss.